Hey, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Philos TV. Wir spielen mal eine 7 Days to Die Darkness Falls Mod. Mit dabei meine werte Mitstreiterin Hannah Kellertier. Hallo ihr Lieben. Wir haben uns dazu entschieden, heute mal die Nacht mit aufzunehmen. Ich bin mal gespannt, ob ich so viel interessanten Scheiß zustande bringe, dass es sich lohnt, da eine Aufnahme draus zu machen. Zombie in der Base! Zombie in der Base! Hol die raus, pass auf, da ist auch noch ein Radioaktiver. Ja, ich seh's doch. Kommt hier auf mich zu. Da kommen zwei auf mich zu. Wow, die kommen angerannt. Einer hat einen Arm verloren. Wow. Ey, hol die mal hoch, ich komm nicht dran. Voll ins Gesicht. Wow, voll daneben. Kannst du mitschießen? Ja, gerade bin ich nicht dran gekommen. Wow. Das ist so geil, wie du schießt und die genau in dem Moment einfach sich teleportieren. Junge, jetzt hör doch mal auf mich zu schlagen hier! Voll gemeint von dem. Da kommt noch ein Radioaktiver. Komme. Sehr nice. Jetzt haben wir aber auch ordentlich Zombie-Attacken, ey. Ich weiß gar nicht, wo die auf einmal herkommen. Hier ist unten noch einer drunter. Noch einer. Da kommt einer, ja. Ring und. Och komm. Was? Schön, wie beide daneben geschossen haben. Der ist auch down! Okay, ihr werdet auf jeden Fall. Ihr seht auf jeden Fall mittlerweile schon genug hier bei der Verteidigung unserer kleinen Base. Ja. Die Zombies wollen uns anscheinend. Die haben richtig Need auf uns. Ich wollte eigentlich heute Nacht ein bisschen Eisen sammeln gehen. Du könntest gleich mal hier runterkommen und mal die Blöcke aufwerten, das wäre ganz nice, weil die sind jetzt doch so ein bisschen anfällig. Müsste mir jetzt eigentlich auch mal ein Pflaster reinpfeifen, das mache ich jetzt auch mal als erstes. Pflaster können wir zum Glück mittlerweile herstellen, deswegen ist es nicht ganz so dramatisch, dass ich die jetzt hier benutze. Oh, der war. Oh doch, der war doch sogar noch ein Treffer. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet bei meinen Skills. Skills rechnet man nie mit dem Treffer. Entschuldigung, das war wieder gemein. Voll in dein Gesicht und tschüss. Die junge Zombie-Dame hat müde. Zombie-Dame müde. Ich wollte ja eine Fackel mitnehmen, damit ich überhaupt bauen kann. Die obersten beiden werte ich nicht auf, damit wir die theoretisch noch wegnehmen können. Ja, alles gut. Hast du gut mitgedacht, Hannah? Ja, ich bin krass, oder? Unglaublich stolz auf dich. Kannst du eigentlich mittlerweile irgendwelche Wellness-Tränke machen oder sowas? Ich glaube, Tomatensaft kann ich mittlerweile machen. Oder vergesse ich, habe ich da jetzt auch vergessen, da rein zu investieren. Das wäre natürlich richtig gut. Was heißt da nochmal? Fuck, eigentlich Flair, oder? Torch, ja, natürlich. Doch, ich kann Tomatensaft, Apfelkuchen, Bananenpfannkuchen, Fleischeintopf, Gemüseeintopf, Bananenbrot, Orangenmarmelade. Guck mal, was ich alles machen kann. Ja gut, es geht ja nur um die Wellness-Items eigentlich. Dass wir mal wieder ein bisschen, weil ich glaube, meine Wellness ist doch mittlerweile ein bisschen runtergegangen. Da würde ich ganz gerne mal wieder ein bisschen aufstocken. Das wäre ganz cool. Haben wir noch irgendwo Cloth? Ich glaube nicht, oder? Sieht irgendwie nicht danach aus. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Weapon. Also wir haben auch jetzt AP-Munition und sowas, aber wir brauchen halt noch eine Shotgun dafür. Das wäre halt super nice. Wir haben sogar schon relativ viel Munition gefunden im Laufe der Loot-Aktion. Was haben wir denn jetzt? Cloth oder Baumwolle von mir aus? Mir doch egal, aber eins von beiden brauche ich jetzt. Ich brauche Stoff! Nee, ich keine Ahnung, ob ich das jetzt übersehen habe. Hat eines einsortiert hier. Also zum Beispiel 226,7, also über 220 7mm Kugeln. Das ist an sich schon relativ strong. Verwehrt. Nee, ich gehe mal ein bisschen Baumwolle sammeln, dass ich noch ein paar Fackeln herstellen kann. Ups, runtergefallen. Gut, dass ich mir nicht das Bein gebrochen habe, das wäre schon mal sehr töfflich gewesen. Ich mach den Dicken da nochmal eben kurz. Schuss in den Rücken. Voll ins Rücken rein! Komm ran hier! Ja, komm! So, ich bin an der Schulter vorbei. Leer, ja. Okay. Pack ich jetzt erstmal alles rein. Guter Schuss. Ach komm, ey! Und wieder weglaufen! Komm, stich ihn nochmal, komm!
Okay, hier ist alles down. Alles klar, ich gehe weiter. Ein bisschen Baumwolle sammeln. Wobei, ich habe eine Fackel, das reicht eigentlich. Buddeln sollte das eigentlich reichen. Shovel sollte ich vielleicht, sollte ich vielleicht auch drauf lassen. So. Problem ist halt, wenn hier ein Zombie ankommt, dann habe ich halt ein Problem. Da ist auch nix. Aktuell keine Zombies um mich rum. Auch da ist irgendwo was. Da sind sie, die Schweinehunde. Wollten hier ganz sneaky machen, den ganzen Scheiß. Und tschüss. Wo bist denn du? Ich bin gleich in einem Erdloch. Weil bei mir, glaube ich, auch Zombies sind. Ja, unter mir sind. Ja, ich komm. Tschüssi. Guck mal kurz, ob ich. Komm sie gut in die Hölle, junge Dame. Ob ich Schawen aus der Base locken kann. Hallo? Er kommt auf dich zu, rechts von dir. Jo, hab's gesehen, danke. Oh nein! Du Opfer. Du hast noch einen Zombie, noch einen Zombie am Arsch. Ja, ja, ich seh. Voll ins Gesicht. Oh nein, ich bin so blöd. Was hast du gemacht? Ich hab die Pfeile hier aus meinem Inventory rausgenommen, weil ich einsortiert habe. Pfeile wieder. Ist noch ein Radioaktiver? Ja. Och Gott. Helft dir? Voll ins Bein! Da ist sie down, die junge Dame. Tschüssi! Dude. Ja, man hat also auch nachts mehr als genug in Darkness Hall zu tun, um sich zu verteidigen. Am Anfang es mag da den einen oder anderen Spieler geben, der dann schon sehr aggressiv durch die Häuser rennt und lootet, aber da sehe ich uns nicht so ganz, muss ich sagen. Ich sehe uns da eher so beim Entspannten in der Base hocken und darauf warten, dass es wieder morgen wird. So, dann buddeln wir hier nochmal ein bisschen. Gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen Eisen finden. Das wäre ganz cool. Also Werkbank ist bei dir jetzt auf... Zombie. Wieder. Oh, voll ins Gesicht! Und tschüss. Oh, der ist ja noch am Leben. Das ist geil, wenn man die HP des Gegners nicht sehen kann, weil da ein Stück Gras im Weg ist, ne? Ich liebe es manchmal. Dass die das nicht in den Griff bekommen, verstehe ich allerdings auch nicht. Ich weiß auch jetzt nicht, wo jetzt schon wieder die ganzen Zombies hierher kommen. Da hinten steht noch einer. Ah, die Radioaktive, die sieht irgendwie auch so aus, als ob die jetzt gleich hier zu mir zu Besuch kommen möchte. Ach komm, scheiß drauf. Probieren es einfach mal aus. Ich höre es ja relativ frühzeitig, wenn die kommen. Kann ich ja mal. Da ist die Eisenquelle, sehr nice. Da ist der nächste Zombie. Wow, das war knapp. Wow, die ist hinter mir. Hilfe! Ah, die ist direkt hinter mir. Kann ich mich gar nicht großartig umdrehen. Und wieder einmal den Superschlag verkackt, weil das Gebüsch diesen super starken Schlag geblockt hat. Unglaublich. Voll gemein von dem Gebüsch. Ich verstehe nicht, warum die das nicht rauspatchen, ey. Das ist so ein stumpfes Feature. Unfucking dummer. Dumper. Fucking. Unfucking dummer, ja. Ja. Braucht gleich auf jeden Fall neue Pfeile, ne? Gut, Morgen auf jeden Fall nochmal ein bisschen Baumwolle sammeln. Ach, die kommt doch auch gleich hierher, oder? Ach komm, die kann ich doch direkt pullen. Ich hab überhaupt gar keine Chance, da drum rumzukommen, dass die nicht gleich in mein Loch reinfällt.
Wow. Erstmal laufen. Immer erstmal laufen und dann kann man sich umdrehen und gucken. Währungsalbum ist kein. Okay. Ach komm. Mein Gott, Fun Pimps, ihr wollt mich doch verarschen. Ihr mit eurer KI, ey. Ach, der Lappen, der kommt doch auch gleich in mein Loch reingefallen. Junge, ey. Das läuft ja wieder wie geschnitten Brot. Oh. Ja. Braucht man Papier noch für was anderes als für die Munition? Glaube nicht. Aber ich bin... Oh, Kopf weg. Tschüss, Brudi. Du bist halt jedes Mal, wenn ich hier wieder runterlaufe, dann ist wieder irgendein Zombie so nah, dass er durch den ersten Schlag wahrscheinlich direkt hier zum Loch kommt. Probier es jetzt einfach mal wieder aus. Ja, da ist schon der nächste. So ein stumpfer Schwachsinn, ey. So ein stumpfer Schwachsinn. Wow, da habe ich ein bisschen verkackt. Der kam dann doch etwas schneller hoch, als ich erwartet habe. Ah, das ist einer von den ganz, ganz schnellen. Der hat mal richtig Todesnied auf mich. Ist er tot? Da musst du immer noch mal vorsichtshalber draufstechen. Bei den Zombies hier in 7 Days to Die weiß man nie so ganz genau, ob die schon tot sind oder nicht. Ich muss mir gleich erstmal neue Pfeile craften. Ich bin hier langsam ein bisschen out of arrows. Haben wir noch irgendwo... Wow, nicht springen. Haben wir noch irgendwo Stoff oder sowas auf Lager, Hanna? Weißt du das? Ja, müsste. Okay. Klang jetzt nicht so ganz zuversichtlich. Ja, doch, müsste. Okay. Sorry. Hast du das denn schon einsortiert? Wahrscheinlich nicht, wa? Hanna macht diese Folge einfach die Ordnung. Ich denke mal, ihr werdet diese Folge weniger von Hanna sehen. Weil Hanna halt jetzt gerade die Sortierung macht. Die ist natürlich leider nicht ganz so spannend. Wenn ich mich jetzt noch dazu stelle, dann gibt es halt noch weniger zu sehen. Ist zwar Teil von 7 Days to Die, das muss man natürlich ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz, kann man natürlich deutlich interessanter machen. Sind eigentlich immer noch zu wenig Kisten, wenn ich das mal sage. Sehr, sehr, sehr auf kleinteilig gemacht. Ja, wir können ja noch neue Kisten dazu packen. Besser auf jeden Fall. Was der hier so kann. Ja gut, Heat Resist ist halt so eine Frage. Ich meine, wir haben jetzt auch die Wüste direkt nebenan, aber ich denke mal tatsächlich, dass es sinniger ist hier. Auf Cold Resist zu gehen. Was habe ich hier? Bonus nehme ich auch erstmal mit. Hier war besser. Da habe ich noch nichts an, deswegen nehme ich die mit. Ganz so scheiße. Wenn ich die auseinandernehme, die Sachen, ist die Farbe dann direkt raus? Nee, ne? Das ist halt das Coole an dem Mod, du findest hier tatsächlich relativ viele Sachen, die Farbe da drin haben und sowas. Also das ist schon recht cool. Gott. Nägels. Sind bei dir in der Kiste noch Nägel drin? Nee, ich glaube Nägel habe ich mittlerweile auch alle aus den Kisten rausgenommen. Also da wirst du glaube ich nichts mehr finden, ne? Brauch nur ein Schild. Ja gut, dann musst du dir halt notfalls noch ein paar Nägel machen. Toll. Voll Danny. 8 Stück sind hier noch drin. Da ist keine Farbe drin, okay. 10, das war so klar. Gelaufen. Warum läuft das denn hier leer, ey? Also ich habe noch ein bisschen Eisen dabei, kann ich gleich reintun. Ich weiß das da mal schnell rein. Ist ja jetzt nicht viel, weil ich jetzt... Geh mal raus aus der Schmiede. Nicht viel, aber ein bisschen Eisen habe ich dabei. Da müsste aber noch Clay rein. Ah, kann ich auch mit reintun. So, läuft wieder.
Ich hoffe übrigens, dass das jetzt die letzte Folge sein wird, bei der ihr uns alleine seht. Bei der nächsten, ab der nächsten Folge müsste eigentlich der Floschi wieder mit dabei sein. Ich hoffe, dass er dann seinen Urlaub so weit beendet hat, dass er dann wieder zockfähig ist. Aber hundertprozentig sagen kann man es natürlich noch nicht. Das wird sich dann zeigen. Das wird sich zeigen. Hast du schon Kopf-Augendinger auf? Hier. Brille. Ja. Nein. Kopf-Augendinger? Augendinger hast du. Fertig. Dann kannst du dir mal raus. Also eine Brille ist da auf jeden Fall noch drin. Was soll ich denn noch draus machen? Da muss ja noch die. Oh. Hier Farbe. So. Raus damit, raus damit, raus damit. Auch gescrapt werden. War ich schon drin, alles klar. Ein paar Sachen habe ich dir jetzt auf jeden Fall schon mal aus den Kisten rausgenommen. War auf jeden Fall mal ein bisschen Farbe hergestellt. Stoff kann ich eigentlich auch erstmal. Ah, okay, da ist nämlich auch der Stoff. Hast du schon eine Farbkiste fertig? Komm ich die Farbe mal selber ein, dann musst du das gleich nicht machen. So bin ich zu dir, weißt du? So. So, jetzt muss ich mir mal gerade überlegen. Ach ja, genau, ich wollte mit der. Ah, da habe ich mich noch Farbe auf der Leiste. Ich wollte mit der Farbe. Ach Quatsch, mit der Farbe ist ja schon. Mit dem Stoff wollte ich mir auf jeden Fall Fackeln herstellen. Dann kann ich mal zwei, drei Stück von machen. Fuck. Fackeln ist alles gut hier. Wer hat so einen scheiß alten Stuhl mitgebracht, Danny? Das war ich nicht. Kann gar nicht sein. Ich kann noch mal ein paar scheiß, Verbände ey. Machen. Primitiven Bogen kann ich ja wahrscheinlich auseinandernehmen, wa? Theoretisch ja. Ist halt die Frage, ob wir jetzt auf Compound Bow bleiben wollen oder ob wir wieder auf Bogen umsteigen, weil ich jetzt gleich theoretisch Weapon Crafting machen könnte, dann hätten wir etwas bessere Bögen. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Das ist halt die Frage. Auch nicht. Weil der Compound Bow ist natürlich jetzt grundsätzlich erstmal besser. Okay, Eisen läuft durch. Ich denke, ich gehe nochmal los. Dann gucken, ob ich noch irgendwo ein paar Materialien zusammensammeln kann. Ich probiere es nochmal in meinem Loch. Okay, das klang jetzt auch wieder falsch. Da sind schon alle dran gewöhnt, Danny. Wir haben da ein gewisses Talent für Dinge falsch klingen zu lassen. Ich muss allerdings auch sagen, dadurch, dass ich jetzt so viel Eisen trage, laufe ich schon deutlich langsamer. Mobility minus 6%, minus 10, minus 16, minus 22, minus 26% Mobilität. Das ist nicht ganz so geil, muss ich sagen. That's not so good. Ich kann mal gucken, ob man hier eventuell das irgendwo skillen kann. Hauptsache, wir haben schon zwei Kettensägen, weißt du? Ja. Schön am ersten und zweiten Tag eine Kettensäge gefunden. Das sind die Dinge, die halt einfach wichtig sind. Ja, die Frage ist halt, wie man das jetzt hier halt dann skillt, weil über die Klassen wird das nicht funktionieren. Das ist wahrscheinlich Armor Crafting, oder? Naja, das ist nur Crafting Time. Das ist halt alles Crafting, da kann es eigentlich theoretisch nicht bei sein. Ne, das muss eigentlich theoretisch irgendwo hier unter den Skills dabei sein. Miner 69er Rifles, Scavenging. Keine Ahnung, also in der Vanilla gibt es ja halt einen Perk, womit du halt dir Stahlrüstung anziehen kannst und dadurch halt nicht mehr ganz so viele Nachteile hast. Das scheint es hier aber nicht zu geben. Wow, ich war gerade sagen, ich fall runter. Das wäre nicht so gut gewesen. Mal gucken, ob ich Bergbau noch skillen kann. Mal. Da muss ich mitnehmen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Hanna!
ich sammle noch ein bisschen Eisen hier. Interessiert sie gar nicht. Machst du? Ich sammle noch ein bisschen Eisen. Super. Für uns. Das machst du toll. Für unser Team. Nee. Weiß ich doch, weiß Rüstungsparts ich doch. Macht man. Rüstungsparts, was gibt's hier überhaupt für Rüstungsparts? Kann ich mir hier auch erstmal markieren hier? Hab ich schon irgendwas markiert? Nee. Ah, es ist wieder morgen! Machen wir mal das hier. Wow. Dein Ernst. Jetzt habe ich Caps Lock aktiviert. So, löschen hier. Muss ja vernünftig aussehen. Eisen. Aber wenn du willst, können wir noch mal ein bisschen loslegen, Hanna. Ist, glaube ich, etwas interessanter, als die ganze Zeit nur zu sortieren. Ist ja zumindest schon mal ein bisschen besser geworden, weil jetzt ein paar Sachen drin sind, die ich einfach da drauf schmeißen kann, weißt du, was ich meine? Ja, nee. Ja. Doch, ich weiß das, alles gut. I verstehe you. Aber die Fackel nehme ich, glaube ich, wieder mit. Muss ja nicht hier im Loch drin bleiben und hier vielleicht Screamers oder sowas anloggen. Anloggen. Nein, ich bin runtergefallen. Brauchst du gleich noch Bandages? Ich glaub nicht. Du hast auf jeden Fall noch mal welche gecraftet. So, ich hab 8 Erste-Hilfe-Dingers dabei. Ja gut, das reicht. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal Richtung Osten und gucken mal, was da noch an Häusern kommt, an interessanten. Für uns. Vielleicht noch mal irgendwie ein etwas größeres Gebäude, das noch mal geilen Loot bietet oder so. Das wäre noch mal ganz cool. Hast du schon Tomatensaft gecraftet, zufälligerweise? Nein. Okay. Eisen in die Schmiede legen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Eisen. Pakets kommen mit. Ziehen ist da drin. So, bist du ready? Ich bin doch gerade noch am Einsortieren, hab ich doch gesagt. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt trotzdem nochmal los. Sortiere kurz das ein, was gerade geht. Genau. Mach das mal so. Oh scheiße, ich brauche noch Pfeile. Ah ja, wir haben ja Stoff, haben wir ja noch. Haben wir noch das Federn? Das packe ich hier wieder rein. Stoff hatten wir auf jeden Fall noch irgendwo hier drin. Hier sind Federn drin in der Kiste. Crafting oder was? Nein, hier in der Kiste, wo ich gerade drin bin. Federn. Wie? Hey. Anscheinend habe ich gerade irgendwie den Blackout. In der zweiten Kiste? Ah, du bist ja okay. Auch nicht in der zweiten Kiste drin. Ja, das erklärt natürlich einiges. Ja, selber schuld, wenn du nicht auf mich hörst. Das erklärt natürlich einiges. Also, die Zuschauer sind meine Zeugen. Ich habe gesagt, in der zweiten Kiste. Hast du es wirklich gesagt? Okay, dann verzeih ich dir nochmal. So, Pfeile werden gecraftet. Man könnte jetzt natürlich, können wir uns auch theoretisch ein paar Eisenspitzen herstellen. Wie viel kosten die denn? Ready, Danny. Ja. Komm. Ich mach mal ein paar Eisenspitzen an, Hanna. 400. Ha. Also, wenn du. Wie viel Munition hast du jetzt noch? 72. Ja, dann gib mir mal bitte nochmal. Gib mir bitte. Oh nein. Auch Glück gehabt. Gib mir bitte alles an Munition. Wir teilen die einmal genau auf. Warum? Weil wir dann gleich Eisenmunition. Dann brauche ich jetzt keine Steinpfeile mehr herstellen. Das ist ja Verschwendung. Also nicht mehr so viele. So. Zack, bitteschön. Toll, jetzt laufe ich hier mit 42 Pfeilen rum. Aber ich laufe hier auch mit 42 Pfeilen. Ja, und du kämpfst ja auch nicht mit Pfeilen. Und wir haben beide einen Speer. Wenn deine Munition ausgeht, können wir auch nochmal wieder aufteilen, okay? Machen wir das so, Hanna? Ist das ein Deal? Ist das für dich okay? Es ist ein Deal. Boah, wir brauchen mehr Athletic Skills. Ja, ich bin irgendwie. Ich glaube, die ganzen Eisenrüstungen, die ziehe ich mir wieder aus. Ich meine, es war cool, dass ich die habe, weil ich ja eigentlich meistens vorgehe. Als Tank, aber was ist das denn für ein Gebäude? Richtung Süd-Südost. Meinst du das mit dem komischen Dach oder das daneben? Süd-Südost. Hier. Nee, nicht das mit dem komischen Dach. Das ist also ein Holzhaus. Das große da. Ja. Sieht aber ziemlich crazy aus. Nein, wir aus. Gehen nicht in das Gebäude rein, Danny. Warum nicht? Das ist zu groß. Okay. Aber was machst du da? Ich will mal kurz reingucken. Danny, nein.
Ich guck nur einmal kurz in die Eingangshalle. Ja, ich geh schon mal in das andere Gebäude. Ich geh nur mal kurz. Oder waren wir da schon drin? Da waren wir auch noch nicht drin. Ja, dann geh. Ich guck mal, ob hier überhaupt Zombies sind. Aktuell sehe ich noch keine Zombies, Hanna. Ja, aktuell. Da werden noch Zombies kommen, keine Angst. Oh, ein Footballspieler. Ich bin raus. Noch nicht? Oh, das ist ein Rexhaus. Ich bin raus hier. Ja, gut, wir brauchen jetzt aber irgendwelche Special-Gebäude mal so langsam. Ach, hier ist wieder die scheiß Schneezone. Hab ich natürlich auch wenig Bock drauf. Ich komm zu dir. Tag, hallo. Wow, das war daneben. Hanna, du alter Profi, du. Junge. Treffen ist nicht so mein Ding. Ja, wir... Hä? Was ist los? Hanna, raus da! Raus da! Komm zu mir! Nee, komm du zu mir! Ich komm, bist du noch drin? Ja! Ich weiß aber nicht, wo du... Ich weiß nicht, worüber du reingegangen bist. Ja, jetzt weißt du mal, wie das ist. Ah, da bist du. Hat sie dich fast getötet? Oh, hier ist noch ein Nest. So ein Zombie irgendwo. Ist oben. Im Dach irgendwo. Bist du am Kämpfen? Eine gekillt. Cooles Gewächshaus. Kommt einer. Das ist so aufregend. Wenn man das einfach so nutzen kann, ist es natürlich geil. Wie einfach so nutzen kann? Wenn man das einfach nutzen kann, weiter nutzen kann, dieses Gewächshaus. Nee, das denke ich nicht. Knochen. Oh, Kleidung. Rap drin. Geht's auf jeden Fall nach oben. Ich bin oben auf dem Dachboden. Ja, ja. Dann dieses Scheißdach, okay. Ah, ein Backpack versteckt hier. Haben sich die Schweine so gedacht. Ah, ich hab den Special Loot. Junge. Was denn? Hey, found the special. Oh, ein 15er Speer. Leider nur ein Stone Spear. Ärgerlich. Das ist so geil. Man wechselt das Werkzeug und der braucht 5 Sekunden, um das überhaupt erstmal zu wechseln. Und dann haut man aus Versehen mit dem scheiß falschen Werkzeug drauf. Also munitionstechnisch sind wir mittlerweile relativ gut aufgestellt. Wir brauchen eigentlich nur noch die Waffen. Ja. Also mit nur noch meine ich, wir brauchen noch Waffen. Ja. Hast du alles gelootet? Sehr geil. Bei dir. Da hinten ist auch noch irgendein Gebäude, das interessant aussieht. Ich hab schon wieder Hunger. Doch was. So viel haben wir auch nicht mehr. Wieso ist mir jetzt warm hier? Wir sind noch nicht in der Wüste, was ist denn hier los? Aber guck mal, wie die Sonne am Transnor hier Storage. Oh, Storage ist immer cool. Da werden wahrscheinlich etwas dickere Zombies drin sein, Hanna, aber ich denke, das lohnt sich. Da kommt ein Zombie. Ja gut, es lohnt sich nicht zu sterben. Ja, das stimmt. Ups. Zombie down. Da kommen noch 2. Wow, Danny. Komm ins Gesicht. Immer ins Gesicht. Keine Ausdauer mehr. Ja, ich muss die ganze Rüstung muss ich gleich wieder ablegen. Das wird so nix. Viel zu wenig Ausdauer.
Ich finde den Speer nicht gut zum Kämpfen. So gefällt er mir nicht. Das ist halt auch einen mega krassen Ausdauer-Penalty. Ja, nee, das meine ich nicht. Es ist super. Ich finde. Nein. Ich meine, Schwerter. Ich höre auch meine Aussage. So. Ja, das war nicht so klug. Warum? Weil jetzt die Zombies raus können. Ja, und? Achtung, rechts. Bleib liegen da, Brudi. Bleib liegen! Oh, nicht schon wieder so ein scheiß Biker, ne? Hinter uns ist alles klar. Du kannst auch mal mit dem Speer kämpfen, oder? Ich sag doch, ich komme damit nicht gut klar. Okay. Weil ich kann das nicht gut einschätzen, wie weit die Reichweite ist. Und stattdessen, ich treffe dann die Zombies nicht, aber die treffen mich. Das ist kacke. Das ist natürlich nicht so gut. Down. Vor allem, weil die manchmal nicht, danach nicht zurückschlagen können, aber manchmal auch schon. Voll in den Kopf rein! Sehr schön. Ja komm, dann gebe ich dir die Pfeile wieder. Hier sind nochmal 20 Pfeile. Ich denke hier den Raum, den sollten wir auf jeden Fall clearen. Ich gehe mal rein, ich gehe mal gucken. Ich muss mal kurz reparieren. Ein Zombie habe ich hier noch. Raus. Ja, alles gut. Da sind doch noch ein paar mehr. Toll, du bist genau. Ja, ich muss halt weglaufen. Da musst du darauf achten. Das ist dann ganz sicher nicht mein Problem, wenn ich. Nein! Mein Speer ist kaputt! Hab schon. Dann kommt noch einer. Oh, Junge. Ins Gesicht. Da kommt noch einer auf dich zu. Lockdown. Der ist auch down. Sehr gut. Dann gammeln sie mir den Loot hier weg. Über uns ist hier noch. Nee, kommt noch einer. Kannst aber reinkommen. Teile den hier innerhalb des Raums. Immer schön ins Gesicht. Und da ist er weg. Hat sie noch fertig? Ich hatte keine Ausdauer mehr. Du doch auch nicht. Doch, hatte ich noch. Der hätte auch drauf prügeln können. Ja, ich dachte, du machst den fertig. Warum machst du den denn nicht fertig? Sonst holst du doch immer die Ohren voll, dass du zu wenig Kills bekommst. Achso, hier vorne. Ja, draußen. Ja, gut, sonst hau ich immer umsonst noch drauf. Dementsprechend habe ich jetzt darauf vertraut, dass du wie sonst auch immer dir den Kill abholst. Okay, tschüss. Ach, Junge, sag doch, dass du den schon bekämpfst. Ich bekämpfe den schon, oder? Ja, ohne Sinn, dass ich hier die Tür aufprügel. Ja gut, man kann nie genug Türen aufgeprügelt haben. Die Kommunikation muss besser werden, das gefällt mir mit dir nicht. Genau, das gefällt mir nicht mit dir. Du Sau, du. Zieh das nicht ins Lächerliche. Nein, würde ich niemals tun. Ich weiß ja, wie aggressiv du darauf reagierst und dass du mich verprügelst und so. Würde ich gerne, ja. Komischer Loot hier. Ah, oh, den nehmen wir auch nochmal mit. Dankeschön. Oh, hier sind noch Zombie-Überreste. Lecker, lecker, lecker. Lecker, Schmecker. Okay. Bist du schon oben? Ja. Scheint aber auch alles clear zu sein, soweit. Baum im Haus? Ja, scheint alles clear zu sein, soweit. Auch nichts mehr. Das ist noch eine Munitionskiste, sehr geil. Oh, hier oben wohnt einer. So, Zombies. Nimmst du die Pilze mit? Nö. Dieser Baum! Gut, ich denke, das Haus ist soweit clear. Hups, jetzt bin ich runtergefallen. Ich glaube, ich mache mal eben kurz den Baum gleich kaputt. Das geht mir nämlich ein bisschen auseinander. Dieses Haus ist gecleared. Wir werden das jetzt nochmal eben zu Ende looten. Wir sind aber auf jeden Fall schon wieder am Ende der Episode angekommen. Ich denke, beim Looten müssen wir uns jetzt nicht unbedingt zugucken. War viel interessanter, dass wir hier fast auf die Fresse bekommen haben. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Die nächste Folge hoffentlich dann mit dem lieben Floschbert. Dann sind wir endlich wieder komplett und spielen wieder als Dreiergestirn. Dann gibt es noch eine zusätzliche Perspektive für euch. Ich hoffe, das wird nochmal ein bisschen interessanter. Und man kann dann noch cooler oder noch besser die coolen Szenen reinschneiden. Nur die coolen und nicht die langweiligen. Genau. Ansonsten danke ich euch für euer Interesse. Wenn ihr Bock habt, uns mal einfach mit uns zu schnacken oder so, kommt gerne auch auf unseren Twitch-TV-Channel Hilos TV. Wir heißen da genauso wie hier. Ansonsten, Hanna, möchtest du noch was sagen?
Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao. Kommt gut durch den Tag. Auf Wiedersehen. Ciao.